Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir her. Ja, Colorado hat gestern den Stanley Cup in Anführungszeichen noch nicht gewonnen. In Spiel 5, das geht, Spiel 6 geht am Sonntagabend nach Tampa zurück. Aber umso erfreulicher, dass unser Kanal zumindest ins Fernsehen geschafft hat. Wir waren bei Pro7 Max vertreten. Ich zeige mal ganz kurz den Clip. Die sich festsetzen, dann Kontrolle haben. Aber es geht einfach hin und her und ist einfach super klasse Spiel. Es geht schnell und macht riesen Spaß, dazu zu schauen. Die Chancen werden immer konkreter und immer besser. Mike, was gibt es bei dir noch im Netz? Sind die Leute aktiv? Es ist ja Wochenende, da sollte ordentlich was los sein, oder heute? Sie sind wirklich sehr, sehr aktiv. Und das Netz hat vor allem auf dieses erste Tor reagiert. US-Sport Deutsch hat geschrieben, oh, Darcy Kuemper, den muss er haben. Die Führung kommt etwas überraschend. Matthias Faust hat dem zugestimmt, mit Darcy Kuemper sieht er sehr unglücklich aus. Also die Meinungen gehen da in eine deutliche Richtung. Und ich zitter ein bisschen mit ihm hier, weil er hat vor dem Spiel schon gepostet, Colorado gewinnt heute, weil es endlich Zeit ist, den Playoff-Bart zu rasieren, damit meine Frau mich wieder küsst. Und jetzt für Tampa Bay, also ich glaube, er wünscht sich noch, dass das Spiel gedreht wird. Ansonsten gibt es in nächster Zeit ein bisschen wenig Küsse. Also, aber der Bart steht ihm doch gut. Wenn du das jetzt so sagst, ich finde, man kann ihn noch ein bisschen pflegen, aber ich finde so Wetten ja immer ganz lustig, wenn du sagst, ich rasiere den erst wieder, wenn Colorado hier zum Beispiel den Stanley Cup gewinnt. Ich drücke die Daumen, dass es funktioniert. Weiß ich, Jochen, vielleicht hast du ja auch schon mal so eine Wette mit deinem Bart gemacht, keine Ahnung. Für die Playoffs natürlich auch immer, aber natürlich. Meiner ist nicht voll an der Seite. mein Bart ist sehr schlecht. Nein, aber es sind ja nur noch maximal 5 Tage, die er warten muss, bis er wieder kommt. Das ist richtig. Also sollte es zu Spiel 7 geben, aber so weit sind wir noch lange nicht. Wir machen ein ganz kurzes Pop. Ja, wenigstens haben wir es ins Fernsehen geschafft. Danke noch an die Jungs von Pro7 Max dass sie meinen Beitrag geteilt haben. Und dann, ja, war es schon mit dem Video ganz kurz. Nur gerne Kanal liken, die Videos an sich liken, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich mit nächstes Mal rasiert dann wieder. Oder zumindest in naher Zukunft rasiert, eben mit einem Stanley Cup mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sauber bleiben, so schaut's aus.